Heute zeige ich dir, wie du mit einem Faltungshall aufregende und abgedrehte Soundeffekte erzeugen kannst. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Ganz kurz bevor wir loslegen, ich weiß, dass Hall für viele nicht so einfach zu bedienen ist. Ein Hall-Plugin ist sehr komplex und hat unglaublich viele Einstellungsmöglichkeiten und viele sind sich da noch unsicher. Und deswegen empfehle ich dir unbedingt mein PDF, die 5 wichtigsten Hall-Parameter. Da zeige ich dir tatsächlich die 5 wichtigsten Parameter, auf die du achten solltest, um deinen Hall ordentlich einzustellen. Das ist ein PDF, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir das runterladen. Das ist sehr empfehlenswert, das hat schon vielen, vielen Leuten weitergeholfen. Und jetzt geht's los. Hall ist eines deiner effektivsten Stilmittel überhaupt beim Abmischen. Mit ihm kannst du Elemente in künstliche Räume stellen und die somit größer machen. Du kannst deinen Mix zusammenschweißen oder eben für die richtige Tiefenstaffelung sorgen. Aber du kannst mit Hall auch spannende Effekte erzeugen und ihn somit für Sounddesign-Aufgaben gebrauchen. Ich habe jetzt für mein Beispiel hier Logics internes Convulsion Reverb verwendet, den Space Designer. Du solltest das aber mit jedem anderen Faltungshall genauso gut nachbauen können. Los geht's! Ich habe hier ein kleines Arrangement und das klingt so. Und so weiter. Und hier möchte ich jetzt eine Pianospur einspielen als Melodie. Ich habe mir ganz normal das Yamaha Grand Piano von Logic selber geladen und probiere jetzt einfach mal ein bisschen rum. Damit du sehen kannst, was ich mache, blende ich dir das Keyboard ein und dann geht's auch schon los. Ich probiere off-camera gerade mal noch ein bisschen weiter, bis ich eine Melodie gefunden habe, die gut zu diesem Arrangement passt. Okay, ich bin fertig, aber das Klavier, wenn du mal reinhörst, klingt natürlich ein bisschen dünn jetzt so alleine. Deswegen lade ich mir jetzt unseren Space Designer Logics Faltungshall oder Convulsion Reverb zu Englisch rein. Mit einem Faltungshall bist du in der Lage, besonders realistische Raumklangeffekte zu erzeugen, denn Faltungshalls basieren auf der Aufnahme des Halls von einem echten Raum. Es wurde also die echte Response, die echte Hallfahne in einem echten Raum aufgenommen und hier gesampelt. Meistens macht man da irgendein Geräusch, so ein Clap oder ein kurzer Schlag und nimmt dann die Hallfahne von diesem Raum mit Early Reflections mit allem auf. Das Gute daran ist hier, dass jetzt diese Faltungshalls, diese Raum-Responses oder was auch immer aufgenommen wurde, das sind ganz normale Wave-Files. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal einen anderen nehme, siehst du, dass sich hier die Waveform verändert. Aber ich kann natürlich jetzt auch jede beliebige Waveform hier reinziehen, direkt in den Space Designer und kann die Hallfahne von einem Instrument, das ich jetzt hier in Logic zum Beispiel habe, simulieren. Zum Beispiel möchte ich jetzt von diesem Tricky Beat Synth FX die Hallfahne, der klingt so. Okay. Der hat hier diese Hallfahne. Jetzt ziehe ich einfach, das siehst du hier, und dann siehst du auch hier schon dieses Wave-Zeichnen, ziehe ich einfach diesen Loop hier rein und dann habe ich schon die Response von dem oder den Hall von diesem Instrument hier auf meinem Piano. Hören wir mal, wie das jetzt klingen würde. Ja? Das klingt schon mal sehr spannend, ist jetzt ein bisschen lang hier, deswegen solltest du hier immer versuchen, ein bisschen mitzuarbeiten, bis du ein Ergebnis hast, das dir gefällt, das nicht zu auffällig ist. Du kannst auch versuchen, über die Dry-Wet-Regler hier zu dem Klang zu kommen, der dir gefällt. Zwei Sachen sind wichtig, die du beachten solltest. Als erstes, wenn du hier eine Pianospur hast oder deine Grundspur, die den Raumhall triggert, solltest du möglichst laute Velocities haben. Du siehst also hier, ich habe meine Melodie hier komplett auf 127 Velocity gedreht. Da triggert er einfach diesen Hall besser, wenn er direkt auf dem Kanal zuklickt. Das ist Nummer 1 und Nummer 2 ist, ich habe mir Loops rausgesucht, die in der gleichen Tonart sind wie auch mein Arrangement. Das ist nämlich im Gis-Moll und du siehst hier, dass es sind auch Loops hier alles in Gis-Moll. Ansonsten kann es tatsächlich sein, dass es ein bisschen schräg klingt. Also diese zwei Sachen solltest du beachten. Jetzt probieren wir aber nochmal einen anderen Hall. Ich probiere mal hier die Ambient Keys, das klingt nach längerem Hall. Das klingt nicht schlecht, den ziehen wir jetzt mal rein. Oder? So, und da ist er schon drin. Und jetzt hörst du, das klingt jetzt für mich schon etwas spannender. Nochmal eine Runde abgedrehter.
Was auch sehr gut ist, wenn dir jetzt, wie hier, der Effekt zu prominent ist, ist, wenn du hier in dieses Quality Setup gehst. Das ist im Moment auf High. Was ganz gut ist, wenn du auf Lo-Fi gehst, dann machst du den Hall, wie wir es eigentlich meistens haben möchten, bei so Hallfahnen etwas dumpfer, also mehr dieses Lo-Fi-Feeling. Wir lassen es mal mit dem Arrangement laufen und dann versuche ich, die Hallfahne so anzupassen oder den Hall so anzupassen, dass es nicht zu prominent ist, aber trotzdem spannend klingt. Ich lasse es erstmal den Hall aus und dann mache ich ihn an, dass du den Effekt genau hörst. Ich hoffe, dir gefällt das Ergebnis und du hast jetzt einen Anstoß bekommen, das vielleicht selber mal auszuprobieren. Was mich natürlich auch sehr interessiert ist, welches Hall-Plugin benutzt du? Da gibt es ja auch Glaubenskriege im Internet, immer in den Foren. Was ist dein Lieblings-Hall-Plugin oder wenn du deine DAW benutzt, benutzt du die internen Hall-Plugins? Das würde mich sehr interessieren. Und was ist zum Beispiel eine Technik von dir, die du sehr gerne benutzt? Schreib mir das mal bitte gerne unten in die Kommentare. Falls du noch mehr Input möchtest bezüglich Hall, dann empfehle ich dir dieses Video. Da zeige ich dir 5 Mixing-Tricks mit Hall, die deinen Mix, die deine Produktion spannender machen. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!